Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast hat in den letzten 50 Jahren ein Stück deutsche Kulturgeschichte geschrieben. Sie hat ein Lebenswerk geschaffen, das es in dieser Art weltweit kein zweites Mal gibt. Wäre jeder Hörspielkauf in Deutschland eine Wählerstimme, wäre sie seit 50 Jahren Bundeskanzlerin. Sie hat in Deutschland 4-mal so viele Gold- und Platin-Schallplatten bekommen wie Michael Jackson, Elvis Presley, die Beatles und Rolling Stones gemeinsam. Seit 1985 steht sie im Guinness-Buch der Rekorde. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Heike-Dine Körting. Herzlich willkommen. Guten Tag. Seit 1969 kennen und lieben die Hörspielfans ihre Produktionen. Aber was haben Sie eigentlich gemacht, bevor Europa quasi entstanden ist? Also das Label Europa jetzt. Also da kann ich ja ganz früh anfangen als Kind. Als Kind war ich schon immer sehr interessiert an Hörspielen. Ich habe also alles, was im Rundfunk gab, habe ich gehört. Also wenn ich dann wusste, um 2 Uhr spricht Eduard Marx Märchen, da bin ich immer am Apparat gesessen. Oder abends gab es Husch, Husch ins Körbchen. Also ich war immer schon ein Hörmensch. Und ich habe dann meine Schule gemacht, wie alle anderen Leute. In der Zwischenzeit im Hobby habe ich schon sehr viel geschrieben. Ich wollte eventuell mal Journalistin werden und habe mich also mit allem Künstlerischen gerne beschäftigt. Hatte das Glück, dass ich viel ins Theater gehen konnte. Ein Intendantensohn wohnte mit bei uns und da, oder neben uns. Und da durften wir immer in die Loge gehen. Und insofern habe ich ziemlich viel mitbekommen von Schauspielern und eben von auch Hörspielen. Europa wurde ja von Ihrem Mann gegründet. Ja. Wie kam es damals zustande mit der Gründung oder bildete Anfangszeiten des Lebens? Europa gegründet ist es nicht so ganz richtig. Es ist Miller International, eine Firma, die schon sehr viel früher gegründet war von ihm und seinem Freund Dave Miller und Dr. Wille. Und später kam auch noch Harald Kirsten dazu. Und dann hatte er aber nachher die Idee, ein extra Label zu machen. Das war insbesondere eben für Unterhaltungsmusik, klassische Musik. Und dann ging es auch mit Kinderprogramm los. Und da war dieses ja wirklich heute noch unverwechselbare, schöne, rot-schwarz-weiße Europaschild. Das liebe ich immer noch sehr. Und jeder weiß gleich, aha, das ist eben Europa für 5 Mark früher gewesen. Und das war quasi die Idee des Mannes damals, das so quasi ins Leben zu rufen. Ja, der hat es entwickelt. Und Ihr persönlicher Einstieg quasi, also Ihr Mann hat quasi mit Partnern oder Freunden gemeinsam das Label damals gegründet. Ihr persönlicher Einstieg damals in die Hörspielwelt? Also das war schon sehr vor meiner Zeit. Ja. Also als ich dazu kam, ich hatte meinen Mann zwar schon früher mal kennengelernt, aber nicht gewusst, was er macht und wie er irgendwas macht. Europa war schon existent und es war schon ein sehr guter Regisseur, Konrad Halver und auch eine Freundin meines Mannes und die heute schon immer noch bei mir arbeitende Freundin Hella von der Ostenzacken, die haben damals schon gearbeitet und haben Hörspiele gemacht, insbesondere ein bisschen Märchen. Das allererste, was mein Mann gemacht hatte, es war ja damals schon lange nicht mein Mann, war Max und Moritz mit Hans Petsch. Und das war auch ganz interessant. Er hat da sein kleines Studio gebaut in sein Golf, oder ich weiß nicht, gab es Golf vorher schon, aber er auf jeden Fall ins Auto hinein und hat dann mit Hans Petsch in dessen Garage die ersten Aufnahmen gemacht. Als ich dann dazu kam, war ich dann sehr neugierig und habe mich interessiert. Ich musste als Studentin, ich habe dann also Jura studiert und musste als Studentin zusehen, dass ich ein bisschen Geld zu verdiene, sonst wäre ich nicht ausgekommen mit dem, was mein Vater mir geben konnte. Und da habe ich unter anderem eben vielen anderen Jobs, die ich gemacht habe, alles mögliche, Apotheken, Ausfahrer und so eine Boutique haben und dies und das, Lädchen, habe ich dann den Kontakt wieder gekriegt zu Andreas Beuermann und wusste also von diesen Hörspielen, die mich auch interessierten. Und dann bin ich hingefahren und habe dann gesagt, ob ich da nicht auch ein bisschen jobben kann und Geschichten schreiben kann. So ging's los. Spannend. Was war damals so quasi, und dann etwas später hat Ihr Mann ja quasi, wie ich immer gelesen habe, Ihnen quasi mein Projekt übertragen und Sie haben dann mal auch zum ersten Mal quasi leitende Funktion. So ungefähr. Also sagen wir mal so, ich habe mich da hinein, ich will nicht gerade sagen, gedrängelt, man könnte ruhig sagen, ein bisschen gedrängelt. Alles, was mich interessiert, muss ich dann irgendwie versuchen, auch dem näher zu kommen. Zunächst habe ich also erst nur mal Geschichten geschrieben oder umgeschrieben.
Märchen, kleine Seejungfrau und das Gespensterschiff und solche Sachen. Und als es dann produziert wurde, habe ich gesagt, also das würde ich ja furchtbar gerne auch selber mal machen. Und er, großzügig wie er war, sagte, ja, dann mach doch. Setz dich hin und guck. Und hat mir es eigentlich gar nicht so richtig beigebracht, sondern ich habe immer vor der Tür gelauscht und gestanden und dann später natürlich auch mir so ein Mischpult zeigen lassen. Und dann habe ich einfach mal losgelegt. Was war damals Ihr erstes Hörspiel, wo es wirklich... Also mein allererstes, wo ich richtig mitgemacht habe und richtig schon aktiv am Pult saß, das war die kleine Seejungfrau und die Schneekönigin und dann einen ganzen Haufen von verschiedenen Märchen, die nicht so bekannt sind. Also wir hatten ja natürlich Schneewittchen und Dornröschen und sowas hatte man alles schon, aber es gab ja noch schöne Geschichten wie die drei kleinen Schweinchen und der große und der kleine Klaus und die Gänsehüterin und so. Die Sachen habe ich dann auch gemacht. Wow. Waren das damals Kassetten oder Schallplatten? Was war das erste Medium? Nur Schallplatten. Schallplatten. Und das war auch für mich besonders rasant und interessant. Also als ich meine erstes fertig gemacht habe, mein Mann besonders liebevoll rangegangen ist an die kleine Seejungfrau mit besonders schöner Musik, immer schön mit Orchester und auch oft klassische Elemente. Dann durfte ich mal mitfahren nach Quickborn. Da hatten die eine Fabrik, Schallplattenfabrik. Und da sah ich dann, wie an dem ersten Tag die kleine Seejungfrau 80.000 Mal durch die Maschinen lief und gepresst und dann in den Karton rein und war wahnsinnig interessant für mich. Und ja, die Aufnahmen mit Hans Petsch zu machen insbesondere, war wie Musik. Es war unglaublich. Also damals so in der Fabrik gestanden sind, ja. Ihr erstes Hörspiel mein aus der erstes, Presse liegt. Genau. Was war das für ein Gefühl? Ein irres Gefühl. Ich konnte es kaum fassen. Also wirklich, es ist so, wie manches, was zum ersten Mal entsteht, aber ich fand es schon ganz gewaltig. Ich hatte gar keine Ahnung vorher, was denn so mit so einem Produkt passiert, wenn es dann, wissen ja viele Leute auch bis heute nicht, wie das dann so ist. Aber das waren nur Schallplatten erstmal. Bei der Begeisterung quasi fürs endgültige Produkt auch dann, aber auch im Schaffensprozess, was hat Sie eigentlich von Beginn an am Thema Hörspiel so fasziniert? Was hat Ihnen da quasi so... Also mich hat Hörspiel als allgemein schon immer fasziniert, also habe ich ja schon gesagt, wie Kinderhörspiele, die auch im Rundfunk waren, aber ich hatte immer schon die Lust, dass ich ein Hörspiel kreiere, was eben nicht so wie ein gelesenes Buch ist oder mit verteilten Rollen, sondern ich wollte unbedingt, dass das Ganze lebt, dass es so quasi wie ein Film ist und wir dann sagen, Film ab, Ohren auf, Augen zu, am besten schön im Bett liegen und dann lauschen und dann hat man so das Gefühl, ja, dass eben die ganze Geschichte vor einem abläuft und man kann die Fantasie so schön walten lassen. Ja. Wenn Sie jetzt noch den Film dazu haben, dann haben Sie ja die festen Figuren und hier können Sie sich ja jede so machen, wie Sie wollen. Das stimmt, einfach die Fantasie dann im Endeffekt das Bild richtig auch dementsprechend fertig malt. Und das war ja auch nachher, sagen wir mal, das Prinzip oder das Besondere an Europa oder an den Hörspielen, die es in Deutschland gibt, das gibt es ja auf der Welt nicht nochmal. Mhm. Also es ist schon diese Art von erstmal schöne Aufnahmen machen, erstmal eine super Geschichte, das ist wichtig, dann schöne Aufnahmen machen, aber dann eben auch mit viel Mühe und Lust und Freude Geräusche machen, schöne Musiken einsetzen. Und dieses Gesamtwerk Hörspiel ist, finde ich, eben was ganz anderes als ein Buch oder ein Minus zum Film. Es ist eben einfach etwas, was es nirgendwo anders gibt und bis heute nicht. Ein Grund für ihren Erfolg: als Sprecher leistet sie sich möglichst hochkarätige Schauspieler. Hier Karin Anselm und Hans Klarin. Alles klar. An was denkst du gerade? Schön dicht dran. Ja, obwohl auf der Farm alles klar geht. Sie sind jetzt im Auto ganz schön dicht aneinander. Die quirlige Märchentante gibt ungern etwas aus der Hand. So macht sie auch die Geräuschaufnahmen am liebsten selber. Sie absolvierte ein Jurastudium und war mit 25 eine der jüngsten deutschen Rechtsanwältinnen mit eigener Praxis. Gut, ich würde sagen, wir setzen oben nochmal ein. Läuft bitte. Jetzt. Zum Schreiben wirst du ja nun sehr viel Zeit haben. Aber setzen wir die Musik an. Bedanke mich schön. Im Hamburger Studio, in einem ihrer vielen Häuser, arbeitet an einem Bestseller der Autorin Mary Scott. Denn auch lesefaulen Erwachsenen bietet sie Schmalspurliteratur auf Tonband. So, schön nah bleiben, nah am Mikrofon. Sehr privat miteinander unterhalten. Angesprochen ist es, können wir auch mitschneiden. Wollen wir bitte mal? Läuft. Jetzt kommen wir in unsere Gegend. Gefällt es dir hier? Mhm, das gefällt mir. Wo sind denn die Farmen? Die liegen verstreut. Das ganze Terrain ist eine Soldatensiedlung. Ihr Ausstoß pro Monat 5 Hörspiele. Mit 60% Marktanteil führt sie das Sprechplattengeschäft auf dem Niedrigpreisniveau an.
Sie verhalf dem Hörspiel zu kommerzieller Renaissance. Ich meine, das klingt jetzt nach dem Beginn einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte, wie wir heute wissen. Ja. Aber was war so am Beginn für Sie in diesen Anfangsjahren die größte Herausforderung dabei? Also, sagen wir mal, jetzt nochmal erstmal vielleicht dazu bleiben, wie das dann so sehr erfolgreich wurde. Das hing dann schon, wir haben jetzt eben von Schallplatte gesprochen, ja. Das hing dann schon mit der Kassette zusammen. Dann okay. kam der Sony Walkman auf den Markt und auch die Kassetten hat Europa dann für 5 Mark verkauft. Das war ja wenig und jedes kleine Kind hatte dann nachher so einen kleinen Kassettenrücken, also einen kleinen Koffer, Europakoffer und mindestens so 6 bis 8 von den Kassetten drin. Die größte Herausforderung war eigentlich zu versuchen, dass man dem Publikum nahe kommt. Also dass man versucht eben für die Kleinen etwas zu machen, so wie Huibu, das Schlossgespenst oder diese schönen Geschichten von Knisterhexe Lilli. Dann aber auch für die Größeren eben und immer so das Segment auch richtig zu treffen und die richtigen Schauspieler zu kriegen. Gerade bei den wichtigen großen Folgen wie 5 Freunde, TKKG, 3 Fragezeichen, war natürlich das A und O erstmal eine ganz, ganz gute Mannschaft zusammenzufinden. Ja, klar. Ich meine, viele Sprecher sind ja auch heute quasi Kult geworden. Viele Stimmen ja. kennt man, ob das der Gottfried Kramer ist, den meisten als Nightrider kennen als Kid. Ja. Peter Passetti als Erzähler oder eben als Keller da bei den Masters of Universe. Das sind ja Stimmen dabei, die wirklich über Jahrzehnte hinweg richtig, auch dann Hörspielgeschichte geschrieben haben. Und wir sind denen ja auch treu, wenn ich mal denke, jetzt so bei Hani und Nani, Lutz McKenzie ist seit 40 Jahren dabei. Ja. Nicht? Wow. Oder die Fragezeichen eben in diesem Jahr auch. Ja. 40 Jahre unglaublich. Sie haben jetzt viele Titel und Serien so nebenbei so fallen lassen. Was sind so die erfolgreichsten Produktionen des Hauses in Summe gewesen? Im Augenblick ist mit Abstand die absolut erfolgreichste Produktion der ganzen Welt, wie man mir gesagt hat, sind die 3 Fragezeichen. Aber nicht weit dahinter kommen schon TKKG, was übrigens zu Anfang erfolgreicher war als die Fragezeichen. Okay. Also da hat sich das ein bisschen gemischt. Dann die 5 Freunde, dann auch ganz bezaubernd, besonders schöne, abgeschlossene, schöne Geschichten für etwas kleinere. Die sind auch sehr erfolgreich. Hani und Nani nach wie vor. Und dann gibt es natürlich diese Kleinkindersachen, wie überhaupt der Baumeister, Thomas die Lokomotive, die allerdings dann schon durch Film bekannt gemacht wurden. Das sind so Dinge und Themen, die man dann auch entweder aus Spielzeugserien kennt oder aus Fernsehen oder aus Filmen. Genau. Wie kommt das zustande? Kommt da quasi ein Unternehmen auf Sie zu und sagt, wir wollen jetzt ein Hörspiel zur Beispiel der Spielzeugserie? Oder sagen Sie, na, wir wollen eine Lizenz haben und wollen dafür eine Serie machen? Von wo kommt quasi dann die Initiative? Also das kommt unterschiedlich. Okay. Bei den Spielzeugsachen ist es eigentlich so gekommen, dass wir immer auf den Messen waren, sowohl auf den Spielzeugmessen als auch natürlich auf der Buchmesse in Frankfurt. Und dann ist man ja von Stand zu Stand gegangen. Da gab es eben auch mal irgendwie einen Verleger, wie zum Beispiel Schneiderbuch, der dann sagte, Mensch, und mit dem waren wir nachher auch sehr befreundet, mit Franz Schneider, sagte, ja, wir müssen das doch unbedingt noch dies und das für euch machen. Oder aber sind wir bei Mobilux zum Beispiel, nicht auf diese Playmobil sind wir zugegangen, haben dann auch eine Einladung bekommen in deren Fabrik und haben überlegt, wie können wir jetzt Geschichten machen, dass die Kinder das Spielzeug mit den Geschichten zusammen verwenden können. Mhm. Andere Sachen wie Masters of the Universe, die haben wir und die haben wir sehr gebuhlt, denn das war ja ein ganz, ganz riesiger Erfolg in den USA und weltweit. Auch meiner Generation. Ne? Ja. Und die sind ja auch wunderbare Hörspiele geworden. Die sind toll. Einzigartig, ja. Wirklich also bin ich heute noch stolz. Aber leider nur 37 Folgen. Das ist ja das, was die meisten hat. Ja, aber das kam natürlich auch so, dass dann die Zeit irgendwie drüber hinwegging. Es war das Hörspiel ja diese Wahnsinnsboom, die sogenannten Kassettenkinder noch gebracht hatten. Das war dann vorbei. Da gab es einfach furchtbar viele oder ich sage furchtbar viele, aber sehr viele schöne andere Unterhaltungssachen, wie irgendwie Pushen Kino durch Video, durch Nintendo, durch diese Spiele, die man so am Fernseher machen konnte. Mhm. Ja, da war das Hörspiel eigentlich eine Weile out. Mhm. Dazu kommen wir dann auch später noch. Ja. Was mich interessieren würde, wenn Sie jetzt beispielsweise eine gute Story haben, bleiben wir Beispiel bei den 3 Fragezeichen, da gibt es ein Buch, ein fertiges gedrucktes Buch von Kosmos. Mhm. Wie lange dauert es dann, bis aus diesem Buch, aus dem Buchhandel, wirklich ein fertiges Hörspiel im Regal steht? Das ist unterschiedlich. Also bei den Fragezeichen hat es über 2 Jahre gedauert, weil alleine die rechte Problematik war so lang und groß und da wollte man natürlich auch dann nicht so, sagen wir mal, einen Schnellschuss machen, ohne dass das schon richtig mit Fundament ist. Also wir können
eine sogenannte ASAP-Produktion machen, wir as soon as possible. Mhm. Wir sind auch in der Lage, etwas Tag und Nacht zu arbeiten und zu schreiben und schreiben zu lassen. Und dann ist es innerhalb von einem Monat raus. Mhm. Aber grundsätzlich haben wir etwa ein Jahr Vorlauf. Mhm. Und die Aufnahme an sich jetzt, beispielsweise jetzt haben wir ein fertiges Skript für eine Folge, egal von den fünf Freunden. Mhm. Und wir starten heute mit der Aufnahme mit den Sprechern. Wie lange dauert das dann? Ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen? Ja, also dann sind wir mit den Hauptsprechern eigentlich an einem Tag durch. Wow. Manchmal kommt es auf die Länge an, manchmal auch auf zwei Tagen vielleicht. Der Erzähler wird immer gesondert aufgenommen, die Mengenaufnahmen oder die kleinen Aufnahmen, wie mal hier der Polizist und da die Verkäuferin, die machen wir dann noch an anderen Tagen. Also ich würde mal sagen, reine Sprachaufnahme ist eigentlich so maximal 3 bis 5 Tage. Und dann geht es aber los. Dann dauert das alles sehr viel länger, bis wir das dann garnieren mit den entsprechenden Geräuschen. Da brauchen wir dann doch schon, wenn die Hella zum Beispiel schön vorbereitet, da sitzt sie schon etwa eine gute Woche oder 2 Wochen dran, nur die Spezialgeräusche herzustellen, die wir dafür brauchen. Die Grundgeräusche hat man natürlich über alles. Aber also da brauchen wir dann nochmal an reiner Arbeit, Studioarbeit, mindestens 14 Tage. Und dann kommt die Sahne, dann kommt die Überspielung, die ich ja meistens oder jetzt fast immer mit André Minninger mache, einem wunderbaren Autoren. Und da sind wir dann die Meister am Regiepult, so, nicht? Und werden die Geräusche von hier nach da geschoben. Und da kommt die Sahne drüber, die Musik am Schluss. Also da brauchen wir dann auch nochmal 2 Tage oder 3 Tage. Mhm. Vieles wird ja auch extra aufgenommen dafür. Also ja, wenn wir mal so richtig pauschal sehen, wie viel Arbeit an einer Geschichte ist, dann würde ich mal sagen, so zwischen 3 bis 4 Wochen hat man echt zu tun. Wenn Sie jetzt erzählen von dem Mischen und Musik und Sahne drüber quasi, digital oder noch analog? Weil es immer, glaube ich, lange, ich habe mal gelesen vor ein paar Jahren, dass es noch analog ist, aber ist heute auch noch analog? Ja, ich liebe das. Also die Aufnahmen selber machen wir inzwischen digital. Ja. Einfach, weil es auch sehr viel praktischer ist und natürlich auch nicht so viel Rauschen oder so reinkommt, wenn man viele Generationen machen muss. Und da haben wir eben auch gute Techniker, Herrn Halvé und Herrn Detloff, die dann am Computer sitzen. Aber ich nehme das außerdem immer auf meinem großen Telefunkengerät in 38 Geschwindigkeit auf dem sogenannten Schnürsenkel auf. Und wir kriegen also das jetzt geschnitten, digital geschnitten zurück. Das ist dann also die Rohfassung. Und die wird dann aber nochmal runtergefahren auf ein Band, ein Stereoband. Wow. Und dann kommt die echte, ja, analoge Fassung. Ich mache die Endfassung immer analog. Spannend, toll. Aber zeitlos. Einfach zeitlos dann. Schön, wunderbar. Aus all diesen vielen Hörspielen jetzt, gibt es ein persönliches Lieblingshörspiel? Ich meine jetzt nicht so quasi eine Serie, sondern muss sagen, die eine Geschichte, die hat mich damals speziell, die Folge, gibt es so ein Die ich gerade mache. Immer, okay. Der sitzt man dran. Und dann natürlich die allerersten, weil das war einfach noch so ein Aha-Effekt, nicht? Von allen Serien, auch die erste nochmal. Aber grundsätzlich liebe ich die irgendwie alle. Ich könnte Ihnen aber kaum irgendwelche Titel sagen, weil ich sie ja überspiele. Da wird am Anfang der Titel mit reingespielt, aber oder manchmal auch nicht. Aber die Geschichte kenne ich dann schon. Wie viele Hörspiele wurden in Summe grob produziert bis jetzt? Also von meinen Sachen, also Summe? Ich so mit Europa ungefähr 3.000. 3.000? Ich meine, das, was jetzt das große Aushängeschild der letzten Jahrzehnte sind ja auch unter anderem die 3 Fragezeichen, jetzt haben Sie vorher erwähnt. Wann kam das? Wann war das der Startschuss der Hörspielserie? Vor 40 Jahren, glaube ich, gell? War das die? Ja, richtig aufgenommen und raus auf den Markt kam es eben vor 40 Jahren. Bist du wahnsinnig? Du hast sie alle in den Kofferraum gesperrt? Weißt du, wie viele das sind? Wo hätte sie denn deiner Meinung nach sonst einsperren sollen? Die Frage ist doch, wie lange sind sie hier schon drin? Mensch, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Das spielt keine Rolle, ja? Tante Mathilda, Onkel Titus, der Inspektor, alle auf so engem Raum? Mensch, Leute, ihr steigert euch da wirklich in was rein. Was? Wisst ihr, das ist doch für uns wirklich was Besonderes. Okay? Für
40 Jahre drei Fragezeichen-Hörspiele. Aber das Beste liegt ja noch vor uns. Das wird dann auch schön gefeiert in diesem Jahr mit der 200. Folge, die wir produziert haben. Und das wird auch wieder eine Sonderfolge und jetzt nicht nur eine, sondern das besteht dann also quasi aus 6 LPs. Oder auf CDs geht es dann schon auf 4 und auch, kommt auch noch als Kassette raus. Wow. Aber die Sprecher, die waren damals ja noch Kinder, oder? Bei der Fragezeichen, wie alt waren die damals? 12, 13, 14 und kleine Jungs. Aber schon so unglaublich begabt und so besonders unterschiedlich, was ich ja ganz, ganz, ganz wichtig finde. Damals die Auswahl der Sprecher, war da ein Casting, wo sich jetzt hunderte Kinder beworben haben? Oder haben sie gesagt, die kenne ich schon, die möchte ich jetzt? Also normalerweise habe ich viel Casting gemacht, vieles mit Kindern gemacht. Aber ich kannte schon Oliver Rohrbeck, den hatte ich übers Fernsehen kennengelernt. Und Jens Wawacek, der hatte schon schöne Hörspiele hier gleich nebenan im NDR gemacht. Mit denen hatte ich auch vorher schon gearbeitet, mit Oliver zum Beispiel schon 5 Freunde gemacht. Und als wir dann dazu kamen, die 3 Fragezeichen besetzen zu wollen, waren mir die beiden gleich im Kopf. Die waren außerordentlich begabt. Und dann kam eben Andreas Fröhlich noch dazu, über die Mutti von Oliver. Die hatte eine Castingfirma für Kinder, speziell in Berlin. Und habe ich ein bisschen durchgehört, aber da sind wir auf Andreas gekommen. Wow. Und dieses Trio ist dann ja bis heute zusammengeblieben. Und wir haben das Glück gehabt, dass keiner von den dreien so in einen totalen Stimmbruch gekommen ist. Sie sind irgendwie da so durchgerutscht. Natürlich sind die Stimmen heute Männerstimmen. Aber sie haben nie diesen Bruch von jung auf alt auf einmal gehabt. Ja. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ach, jetzt hat auch die Neonröhre ihren Geist aufgegeben. Wenn ihr Bianca da drin ihrem Schicksal überlassen wollt, dann gehe ich eben ohne euch. Was? Aber wagt nicht, hier wegzufahren, bis ich alleine oder mit Bianca wieder zurück bin. Aber... Ja, wie sieht's jetzt aus, Peter? Dann bleibst du hier oder kommst du mit? Also schön, ich bin dabei. Aber nur weil man mich hier moralisch erpresst. Das war jetzt eben die Nummer 1264. Wir müssen eigentlich gleich da sein. Ja, ich hoffe, Justus, dass du dir schon einen Plan zurechtgelegt hast, wie wir hier vorgehen sollen. So ist das weiter. Zunächst einmal werden wir den Wagen im gehörigen Abstand parken und uns vorsichtig zu Fuß an den Unterschlupf heranschleichen. Und dann sondieren wir die Lage. Du kannst jetzt übrigens den Gang runterschalten, Peter. Soeben sind wir an der Hausnummer 1268 vorbeigefahren. Okay. Und ein paar hundert Meter, da sind wir da. Ach, der Wagen abgesoffen. Moment. Was? Wir fahren doch schon. Ja, ist abgesoffen. Was ist denn? Just? Verbrannt. Just? Ich bin Oliver Rohrbeck und spreche seit 1979 den Justus Jonas von den 3 Fragezeichen. Bob! Ja? Seid ihr okay? Ich bin Jens Wawacek und ich spiele in den 3 Fragezeichen den Peter Shaw, den 2. Detektiv. Entwarnung, 2. Das Ungeheuer ist jetzt gefangen unter dem Eimer. Ich bin Andreas Fröhlich und spreche seit über 35 Jahren Bob Andrews von den 3 Fragezeichen, zuständig für Recherchen und Archiv. Und dieses Wort Recherchen konnte ich früher niemals aussprechen. Ich habe immer gesagt Recherchen, weil genauso wird's geschrieben. Super, vielen, vielen Dank. Klasse. Ich fahre gleich zurück. Prima. Das war's, danke schön. Ich meine, wenn Sie es erzählen, 40 Jahre diese Serie, 200. Folge erscheint jetzt in Kürze. Welche Stückzahlen wurden in Summe jemals verkauft? Sind 3 Fragezeichen? Wie viele? Also ich muss es schätzen, ich weiß es nicht so genau, da muss man in der Firma fragen. Aber ich denke mal so ungefähr 50 Millionen bestimmt. Wow. Und das im gesamten Europasortiment, also alle Serien, 3 Fragezeichen, DKKG, 5 Freunde? Ewig viel. Also ich weiß es ehrlich nicht. Das müssen ja weiterhin 100 nicht. Millionen sein, oder? Ja. Müsste ich wirklich ausdenken, mir was es ist. Wobei, ich habe ja einen Anhaltspunkt. Aber das ist viele Jahre her, da habe ich eine Ehrung gekriegt für 200 Millionen Tonträger, die ich gemacht hatte. Und das ist schon ein paar Jahre her, da muss es ja mindestens schon 300 oder 500 Millionen sein. Deswegen auch im Guinness Buch der Rekorde, 1985 habe ich gelesen, als weltweit erfolgreichste Hörspielproduzentin. Ja.
Gab es in diesen Jahrzehnten jetzt, es klingt wie eine Erfolgsgeschichte vom ersten Tag, gab es in dieser Zeit jemals auch wirklich größere Herausforderungen oder Krisen, wo Sie ja, die Krise war, die, oder ich habe es nicht als Krise angesehen, sondern als einen natürlichen Vorgang, dass es Dinge gibt, die gibt es und die sind zur rechten Zeit auf dem Markt. Und das war ja auch wunderbar mit den Kassetten und als es dann auf CD kam. Aber dann hat eben anderes das abgewechselt. Also insofern war das, dann ging es bergab. Und allerdings, womit man nicht so sehr gerechnet hatte, wir haben schon damit gerechnet, dass irgendwann mal vorbei ist. Und haben in der Zwischenzeit auch schon selber eine kleine Filmfirma aufgebaut. Aber dass es dann in einem Jahr plötzlich, das war in dem Jahr, in dem Alf im Fernsehen war, da wurden die ersten Hörspiele oder Nicht-Hörspiele, die ersten Soundtracks von Alf, und Alf war enorm beliebt im Fernsehen, da wurden diese Soundtracks genommen und kam, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Erzähler noch dazu kam, das waren dann die quasi Alf-Hörspiele. Mhm. Das waren also keine Hörspiele in dem Sinne, sondern das war eigentlich eben das Kopierte vom Film und genau das, was ich eigentlich nicht gerne machen wollte. Aber das war enorm erfolgreich und damit brach eigentlich in dem einen Jahr der ganze Hörspielmarkt um ungefähr 50% zusammen. Wow. Ja. Und dann waren natürlich später auch nicht mehr die großen Recks da, die waren jetzt dann für Videokassetten und für andere Dinge. Früher hatten wir ja mal in der Kaufinger Straße in München beispielsweise, weiß ich immer von Peter Palsetti, der war ganz stolz, ging durch die Kaufinger Straße und da war dann, naja, nicht Kilometer, aber waren dann mindestens so, naja, 10 Meter lang nur Europa. Und er war auch total stolz. Klar. Und das war ja auch so noch so ein bestimmtes Erfolgsgeheimnis von Europa, diese Propagandaständer. Die gab es auch hier in Hamburg vor dem Alsterhaus und da konnte man kaum vorbei. Aber wenn Sie jetzt erzählen, quasi nach dem enormen Hype oder der extremen Erfolgsgeschichte, dann dieser gigantische Einbruch, wie ging es dann weiter? Weil Europa gibt es heute ja auch noch erfolgreich. Warum dann quasi scheinbar ein Turnaround gelungen? Also es ging ja so, dass dann ganz viele Sachen vom Markt genommen wurden und weil einfach nicht mehr der Platz im Laden vorhanden war. Und dadurch haben wir natürlich auch eine ganze Menge Hörspiele angearbeitet, aber nie zu Ende gemacht. Mhm. Und dann irgendwie, man weiß gar nicht, natürlich lief es immer noch ein bisschen, aber plötzlich merkte man, huch, es geht ja richtig vorwärts, wieder mit den 3 Fragezeichen. Da fing das an und da gab es einen Stichtag fast, weil die Fetten Brote, das ist eine Band, für die wurde ein Fernsehen gemacht und die Fetten Brote wurden ja, oder werden bis heute ja umschwärmt von allen möglichen Fans und dann wurde für eine Fernsehserie, wurden die wiederum gefragt, ihr sagt mal ihr, die ihr so umschwärmt habt, wofür schwärmt ihr, was seid ihr für Fans? Und da haben die alle drei gesagt, wir sind Fette Brote 3 oder 4? Also jedenfalls alle haben gesagt, 3 Fragezeichen. Und dann wurde angerufen, ob wir in der Lage sind oder ob wir die mal einladen würden zu kommen. Und da gab es, und damit, das war irgendwie so der Punkt, damit ging es dann plötzlich wieder los. Und tatsächlich, die kamen, als sie hier ankamen, hatten sie alle ihren Köfferchen dabei und sagten, ja, uns fehlt noch die Folge 37 und die Folge 42, aber sonst hatten die alle. Wow. Und das war, da ging es irgendwie bergauf und wir wussten auch gar nicht so genau, wieso. Und hatten dann zu Anfang so eine kleine Zettelaktion gemacht, also in die Kassetten Zettel reingelegt. Wer hat gekauft? Oma, Opa, Tante, wer? Oder Kinder selber? Und da merkte man, dass es eigentlich, zu Anfang zumindest, eigentlich die waren, die das als Kinder gern gehört hatten. Okay. Und jetzt erwachsen waren, es entweder selber wieder gerne raufholen wollten oder auch ihre eigenen Kinder damit beglücken. Das heißt, der Generationensprung dann, die Kinder, die Hörer von früher, für deren Kinder oder einfach auch selbst halt genau wieder so die Nostalgiekiste vom Dachboden runterholen. Ja. Wow. Ich meine, ich würde vorschlagen, schauen wir uns mal kurz das Studio an gemeinsam. Aber ja, gerne. Okay, perfekt, Sie wunderbar. Ja, passt. Dieses Haus ist wie alt? Das ist von 1864. 1864. Ein Hallerscher Bau. Wow. Ja, das ist so, also schon vor der Jugendstilzeit. Obwohl man denkt immer, das ist ein sehr jugendstilig, nicht viel. Ja, das hängt schon eine von denen. Wo hängen die anderen? Da kann ich Ihnen nachher zeigen, unten im Büro die ganze Wand vor. Echt? Ja. Unbedingt. Haben Sie alle goldenen Schallplatten? Ja, ich habe auch einige verschenkt. Also habe ich dann mal irgendwie Menschen, die auch mitgewirkt haben und die dann trotzdem keine goldene Schallplatte kriegen, was eben auch nur ein Teilaspekt ist. Ich bin ja quasi auch nur so, dass
Ja, das Umfassende dafür. Da hinten sieht schon noch drei Fragezeichen aus. Was ist ja, genau. Hier sind die Warteräume vom Studio und hier ist zum Beispiel der, wo die drei Fragezeichen am liebsten immer sind, weil die sich ein bisschen absprechen. Und hier gibt es das eine oder andere so an Fansachen, das ich hier aufbewahrt habe. Man kriegt ja was alles Mögliche. Na, für den nächsten Winter schöne warme Socken oder Kissen zum Ausruhen und was es alles so gibt. Ne? Die kleine Rab, ich bin doch Blacky der Rabe immer, ja, nicht? Ja. Und da habe ich das auch gekriegt, das als Anstecker, ja, hier meine drei Jungs. Wow. Kleiner Anstecker, der Mühner. Wow, schön. Süß, ne? Zum Geburtstag. Die drei Fragezeichen. Huch. Das ist dann, ja! Und oh Mann, ist leider jetzt im Augenblick nicht richtig aufgeräumt. Normalerweise geht es dann an und der Totenkopf spricht dann immer gleich los. Wow. Ja, so schön. Wow. Und dann gibt es eben diese Record-Release-Party-Sachen. Das ist ja bei jeder Folge, ist ungefähr 14 Tage oder 10 Tage, bevor es veröffentlicht wird, gibt es immer die Release-Party, wo man dann zusammensitzt und gemeinsam hört. Und das glauben Sie ja gar nicht. Also wir haben ja auch bei uns in der Scheune immer im Mai eine Release-Party mit ungefähr 800, 900 Leuten. Und da wird ja auch nicht mit Popcorn gemacht oder geknistert. Alle hören da Mucks die manchmal ja sehr lange Hörspiele an. Ja. Toll, toll. Und dann kommen dann Vater, Mutter, Oma, Opa, wow. Kind, wow. Und Ungeborene. Das ist der Geräuscheraum jetzt. Ja, das ist also das. Wir haben natürlich noch mehr Sachen, wo man was aufbewahrt. Aber das ist so der Geräuscheraum. Da ist alles, ich sage mal, ist alles heilig. Wow. Das muss, da haben wir eben auch den schreienden Wecker. Ja, logischerweise. Den gibt es ja in dieser Form und jetzt gibt es ja einen neuen schon, den habe ich aber leider verschenkt. Die berühmten Telefone? Ja, die berühmten Telefone, die Fragezeichen-Telefone. Oh, die mit dem, richtig, diese schönen alten in, ja, der Zentrale. Und ja, was haben wir hier alles? Alles, was wir so brauchen an Ketten und Zeug. Und Sie sehen ja jede Menge Flaschen und Hupen und. Aber das heißt, dass Sie beim Aufnehmen des Hörspiels, die alle live machen, die Geräusche? Nein, nein. Einige wenige, die, okay, man so bei der Stimme mitmachen kann. Nein, ja, nein. Wir legen nachher das Rohband, also oder den Rohdialog. Und über den Rohdialog kommen dann die Geräusche. Das meiste ist ja so, dass sie zum Beispiel, wenn die jetzt auch die Treppe runterlaufen müssen, ja, oder so, dann bleiben die am Mikrofon und machen dann eben so ein bisschen, ja, Atemgeräusche. Aber das Treppenlaufen wird dann drunter geblendet. Für die neueste Folge, die wir jetzt gerade gemacht haben. Fünf Freunde, dann die Höhenangst. Fünf Freunde und die Höhenangst, genau, drei Fragezeichen. Wow, das ist ja noch ganz exklusiv. Ganz exklusiv, genau das. Und dafür bereiten wir dann die Sachen hier so vor. Ja. Dann kommt das alles so, die einzelnen Geräusche in kleine Kartons. Wow. Und dann werden die dann auf den verschiedenen Maschinen aufgelegt. Aber halt analog noch, die Geräusche kommen analog. Analog. Aber sag mal, die Grundgeräusche, die sind auf CDs oder aus dem Computer. Ja. Also jetzt hier über die Vögel oder was da eben so ist am Meer. Aber alles, was jetzt speziell ist. Ich kann das eben anhand eines Manuskripts vielleicht am einfachsten, gerne, ja, mal zeigen. Also das sind so die einzelnen Sachen, die man herstellt. Die kann keiner beim, so, wenn hier jetzt Gläser und was umgeschmissen wird. Hessgeräusche, Zähne klappern, ja. Asterix-Schritte, Gläser auf Dresen. Wir haben ja auch noch dieses alte System, von dem wir jetzt nur noch einiges benutzen, aber die sogenannten Rundbänder. Rundbänder, das heißt also, diese Rundbänder, die werden drüben über UHA-Maschinen, aus denen man die Spuren rausgenommen hat, über UHA-Maschinen gelegt. Und dann können die, nehmen wir mal hier zum Beispiel hier eine Menge Groß oder was haben wir hier? Purgeräusche, Gummischritte, Rollstuhl, Zisch, Zug in, Flugzeug. Das wird dann so runtergenommen, mhm, und wird dann aufgehängt. Das haben wir einfach kleine Gewichte reingetan. Das wird dann über die Tonköpfe gehängt, mhm, und läuft dann den ganzen Tag hin und her. Das gleiche immer Geräusch rum. Genau. Und da haben wir praktisch die Schleifen. Und davon hatten wir früher immer 8 Geräte an der Wand hängen. Jetzt brauche ich nur noch 2 davon. Aber wir bewahren sie alle auf. Man hat jetzt zum Beispiel irgendeine Überspielung, ja, und sagt, Mensch, das hatten wir bei Perry Rhodan, so ein tolles, ja, Geräusch. Und dann haben wir das hier auch noch. Und davon gibt es x Paletten. Ne? Unglaublich. Ja, muss man auch natürlich so. Jetzt muss ich es dann auch immer wieder natürlich dahin, wo es hergenommen wurde. Das ist jetzt wieder Flughafen. So, schön auch die Richtung angemalt, damit es richtig rumläuft. So, kommt der Flughafen wieder dahin, wo er hingehört. So, und hier sind eben so ein paar alte Sachen, wunderbar. Blitz, Schüsse,
Raumschiff. Naja. Unglaublich. So. Und von diesen Paletten hatten wir früher im Keller alles voll. Wow. Ja. Dann gehen wir ins Studio. Schauen wir ja, gerne, gerne. Weil das, allein die Geräusche sind ja schon Tausende oder Hunderte. Ja, ganz viele, ganz viele. Das ist das Heiligtum, kann man sagen jetzt. Ja, ganz genau. Hier ist also nun das Mischpult, an dem ich sitze und heute Morgen mit André Minninger zusammengesessen habe und wir die Höhenangst gerade jetzt zusammen mischen. Und das ist eben, das, was Sie hier sehen, ist alles digital. Da hinten, das ist alles analog. Und da hinten, dieses kleine Ding, das ist eben der Computer, in dem auch alles aufgenommen wird, zusätzlich unter die Rohbänder auf jeden Fall. Guck mal, da sind die Uhrmaschinen, wo ich gerade eben sagte, wow, wo die so rumlaufen. Guck, und hier haben wir auch die ganzen Rundbänder. Und das hier? Was jetzt, ist das? Das sind die für jedes Hörspiel speziell hergestellten. Wir können mal hier ein bisschen weitergehen. Hier sind zum Beispiel die drei Fragezeichen der Sachen. Jetzt können Sie mal vor 100. Das hatten wir auch. Drei Hörspiele waren ja die 175. Und da können Sie sehen, das sind beispielsweise alles Sachen, die man nicht irgendwo fertig findet. Man kann ja auch ganze Bibliotheken kaufen. Da können Sie natürlich Vögel kaufen und Atmosphären kaufen. Aber dies, was die jetzt speziell machen müssen, die Jungs. Ne? Also das sind nur die Geräusche, das ist nicht das ganze Hörspiel? Also nein, das sind einzelne Geräusche, die sind dann auch nummeriert und im Manuskript nummerieren wir die auch. Nicht? Hier nimmt er zum Beispiel einen Werkzeugkasten und verstaut den in der Toilette. Sowas gibt es ja nicht irgendwo fertig. Das muss man so. Und das bewahren wir glücklicherweise seit einiger Zeit auf. Jetzt brauchen wir für die nächste Aufführung ein paar Geräusche, die in der Folge, glaube ich, 47 und so vorgekommen sind. Die haben wir alle nicht mehr, weil wir das früher einfach eingearbeitet haben und das war es dann. Und seit aber ungefähr 20 Jahren ungefähr bewahre ich diese Sachen auf, weil man sich immer wieder erinnert und zurückgreifen kann. Aber da sehen Sie mal, wie viel Arbeit das ist. Die Folge 134. Ne? Diese ganzen Geräusche, die muss man ja erstmal herstellen. Aber die werden alle im Haus aufgenommen, die Geräusche, wenn ein Geräusch neu kreiert auch viel wird? Außen, außen. Je nachdem, wo es gebraucht wird. Da oben sehe ich einige Auszeichnungen, ja, hier stehen. Genau, weiß ich selber gar nicht mehr, was das alles ist. 3 Millionen verkaufte Tonträger Knight Rider. Ja, das war in einem Jahr. Wurden die wirklich auch neu aufgenommen oder wurden da auch nur der Soundtrack verwurscht? Komplett aufgenommen. Komplett aufgenommen. Alles neu. Als Fernsehserienseher war ich mir unsicher, ob das wirklich neu ist. Und Andreas van der Meeden ist ja leider verstorben inzwischen. Nee, alles neu aufgenommen. Das haben Sie vorher kurz erwähnt. Ja, das ist noch nicht so alt. 200 Ach, da können Sie ja sehen, genau. 200 Millionen verkaufte. Aber das war schon 1992. Na, dann sind es ja jetzt viel mehr. Und dann kommt natürlich inzwischen das Streaming dazu. Da gibt es ja Millionen und Milliarden. Ne? Unglaublich. Dies außergewöhnlich habe ich gelesen, das ist mir eine 100-fach Gold. Ja. Die war vorher aber nicht mitgezählt bei den Zahlen, die ich vorher genannt habe. Nee. 100. Ja, das ist praktisch für 100, stellvertretend für 100. Dass man nicht mehr immer eine goldene kriegt. Unglaublich, unglaublich. Denn früher gab es ja die goldenen Schallplatten, aber dann gab es, wir machen ja hier auch wieder Schallplatten, aber wir haben natürlich, bei Schallplatten werden dann vielleicht, weiß nicht, wie viel heute gemacht werden, vielleicht 10.000 für besondere Fans, aber früher wurden ja eben 500.000. Unglaublich. Bei 250.000 gab es bei einer Schallplatte schon Gold. Bei der Single gab es bei 500.000. Ja, unglaublich. Aber das ist ja, haben wir alle zusammengekriegt, auch die drei Jungs, Oliver, Jens und Andreas. Und da hinten ist dann der berühmte Aufnahmeraum. Der Aufnahmeraum, der Sprecherraum, der auch sich kaum geändert hat in den letzten 40 Jahren. Mal bunte Stühle gekriegt. Und da kann ich einfach nur sagen, das hat auch hier so eine heilige Aufteilung. Hier sitzt Emma. Oliver, also Justus Jonas, hier gegenüber, da gegenüber sitzt Peter Shaw und das ist Bob Andrews. Bob Andrews hat dann auch immer seine Tastatur, die steht da hinten in der Ecke, die kommt dann dazu. Recherche und Archiv, klar. Ja, genau. Und die anderen Schauspieler so. Und es gibt auch mehrere andere Mikrofone. Manche mögen lieber im Stehen arbeiten. Mhm. Wir arbeiten ganz gern schon inzwischen mit denen, die den ganzen Tag dabei sind. Das ist jetzt das Telefon von den 5 Freunden. Das ist nicht von der TKKG. Aber hier sehen Sie mal, was wir so... Ne? Das ist ein iPhone, weil wenn Sie ein iPhone in die Hand nehmen, hört man das ja nicht. Und dann ist das eben das iPhone, weil wenn man ein bisschen akustisch was haben will, hat man hier eben so einen ganz kleinen Laut. Da hinten haben wir eben Pappkartons und Zeitungen. Das wird natürlich dann immer schon gleich mitgemacht. Ne? Ja, also solche Geräusche können die
Aber das können auch nur die begabten Schauspieler. Die, die das nicht so gewohnt sind, die tun sich wahnsinnig schwer. Die machen dann nachher ordentlich Gebaren um das Geräusch herum und vergessen das Sprechen. Ja. Ne? Mal zwei kleine Sische. Jetzt singt er mit. Hallo. Ach mal. Ja, siehst du. Für 50 Jahre Europa hat sie hier das ganze Studio und Haus gebaut. Nachgebaut, komplett 1:1. Und gucken Sie mal, da kann man zum Beispiel das Licht anmachen. Und da guckt man rein ins Studio. Man kann sogar da hinmachen. Dann. Bezaubernd. Unglaublich. Das ist ja auch ein Meisterwerk. Sie arbeitet fest im Eisenbahnmuseum, aber ist eben glücklicherweise auch ein totaler Fan von Hörspielen und insbesondere von den drei Jungs. Und hat das also in mühseliger, wunderbarer Kleinarbeit. Und das andere habe ich gerade als Geschenk gekriegt, die letzte Woche zum Geburtstag. Das ist ja die Heike-Dine Körting in 3D, kann man sagen, in Barbie-Puppengröße. Ja. Unglaublich. Aber auch in Rot wieder. Wie man sieht. Ja, immer. In Rot. Also hier kommen wir gerade hier vorbei. Das war Knight Rider. Das war ein Riesenerfolg. Das war gerade in der Zeit, als Bertelsmann die Firma übernommen hatte. Und da wurde in Ziel Hotels oder irgendwo in irgendeinem Hotel gab es eine große Feier für Bertelsmann. Produkte und da wurde den Vertretern von der Musikabteilung oder so mal ein Beispiel vorgeführt, wie man eben in einem Jahr 3 Millionen verkaufen kann oder sowas produzieren kann. Das wurde dann ziemlich heftig gefeiert und das war auch schön. Aber da merkt man auch die Bindung all der Beteiligten an die Hörspiele. Weil beispielsweise, wenn heute Musiksammler auf, auch über Auktionen oder über Spezialitätenhändler, wenn ich heute sage, ich möchte eine goldene Schallplatte von Elvis Presley haben, eine originale, kann ich die, wenn ich das Geld investiere, kann ich die finden. Es gibt Händler und über Auktionen kann man solche Dinge in Umlauf. Bei den Hörspielen gibt es nichts. Nein. Also niemand hat sich jemals von einem Stück getrennt, das er hatte. Es gibt nichts. Ich hab, wie gesagt, mal verschenkt an Leute, wo ich dachte, die haben es verdient, selbst auch verdient. Blech. Hier kommt die viel zitierte Hella, meine absolute wichtigste Stütze. Ich sage mal, wenn Hella nicht mehr wäre, dann würde ich vielleicht auch nicht mehr machen. Wir machen gerade mal einen Rundgang durch das Studio. Guck mal, Hella ist eben die, ich habe ja gerade mal gezeigt. Wir stören nicht. Wie mühsam, eben in den Skripten kann man hier eben sehen, was wir jetzt gerade auf die Kartons hatten. Da sieht man, das sind eben die Geräusche, die jetzt extra hergestellt werden, die nicht jetzt irgendwo vorhanden sind. Ne? Aber man sieht, hier ist alles analog. Das heißt, mit USB-Stick. Das haben wir heute Morgen fertig gemacht. Jetzt wird es doch schon gemacht. Und morgen früh muss es fertig sein, weil wir morgen früh die Musik einmischen wollen. Und dann geht es nach Berlin zur Jubiläumsfeier 200. Ich war eh erstaunt, dass Sie so kurz davor für uns heute Zeit haben. Weil ich denke, das ist ja kurz vor Berlin. Habe ich ja eigentlich auch gar nicht Zeit. Okay. Aber hier habe ich habe damals auch gedacht, ist doch schön, wenn hier der Büroflur ein bisschen gold, ein bisschen glänzt. Und da habe ich das oben alles abgebracht. Knight Rider, die ich ja suche, sie mit 2 Goldene bekommen für den Masters of the Universe, habe ich gesehen. Ja. 2 Stück, die auch hier wo? Ja, bestimmt, dazwischen. Aber ich könnte es Ihnen jetzt nicht auswählen. Und hier ist dann noch die zweite wichtigste Perle, die Susanne und mein Freund. Die sitzen hier und Susanne hat eben auch gerade geschnitten. Sie hat die Frage, seid ihr fertig geschnitten schon? Ja. Oh, toll, toll. Wow. Wunderbar, wir sind gerade noch mal am Gucken, machen so ein bisschen zwischen. Wenn wir uns mal überlegen, auch hier kommt natürlich der seltsame Wecker, wenn wir überlegen, das ist alles vielleicht 99 Jahre oder 40 Jahre alt, wie modern und wie gut es heute noch wirkt. Ja, und wie zeitlos. Eben auch hier hat man richtig Spaß an den ganzen Höhlen, nicht? Und hier ist ja zum Beispiel, da haben wir ja gerade den sprechenden Totenkopf, wo eine Fan, die sich Tante Mathilda nennt, mir das jetzt nachgebaut hat und der auch wirklich, wenn man den Koffer aufmacht, dann spricht. Aber es ist einfach, ich denke mal, der Erfolg ist natürlich die guten Bücher, Hitchcock, die drei Jungs, die wunderbaren, aber auch die Eigerasch mit diesen Farben. Ist auch cool, dein Stück. Ja. Ist es. Gibt es auch ein Bildband darüber inzwischen schon, über die ganzen Cover? Ja, ja. Also, es gibt ja auch mal Ausstellungen schon. Ich weiß, Und hier ist dann nochmal auch so ein analoges kleines Studio, wo man eben auch nochmal hier jetzt ein bisschen fahren kann. Hier werden gerade Bänder gelöscht. Ich brauche immer viel Bänder und die gibt es gar nicht mehr so einfach zu kaufen. Insofern müssen wir das alles schön verwahren.
Überall hängt noch ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold und auch Platin gibt es ja auch. Ne? Ja. Ah, da haben wir schon die. Ja, richtig. Und das dieses hat mir Bild, jemand zusammengestellt. Das ist das berühmte Bild von der Frau Körting, das jeder Junge und jedes Mädel vor 30, 35 Jahren in seinen Kassetten gesehen hat, mit dem Gedanken, aha, die Frau Körting, was man, die macht die Hörspiele. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Die Serie liebe ich immer noch. Das ist immer schön. Die ist so cool. Die ist aber auch richtig gut. Die ist richtig gut. Die also Sprecher, richtig, die Musik, die Soundeffekte. Richtig gut. Also die Storys auch. Sensationell. Würden Sie die heute auf CD rausbringen und sei es nur mit 10.000 Auflage, die wären sofort weg. Ja, nicht? Die Sammler der Toyline, der Spielsachen, in den Foren regelmäßig. Warum kommt das nicht auf CD rauf und sei es nur limitiert? Es ist immer so, mit den Urheberrechten, die laufen dann, wenn es schon so lange nicht verkauft wurde, laufen die Urheberrechte ab und dann müsste man die neu erwerben und das ist eben dann sehr... Verstehe ich. Das Haus wird immer größer. Unglaublich. Und das Tolle ist ja, dass sie immer noch Kassetten produzieren, ja, in Zeiten, wo immer mehr schon streamen. Aber nur noch in der Serie. Also bei allen anderen nicht mehr. Aber hier alles noch. Und Schallplatten. Und Color Discs auch. Und was? Picture Discs. Wenn eben mal Not am Mann ist, wie heute die Susanne, musste heute unbedingt was fertig kriegen, was wir morgen brauchen. Und dann wird da geschnitten und hier geschnitten. Ja. Und hier ist dann, wenn mal auch Schauspieler übernachten wollen oder hier bleiben wollen, können sie gerne. Am besten wollen sie da mal einen Schlüssel für die Schränke haben. Da können sie jetzt mal sehen, was so an Kassetten. Das heißt, da haben sie von alle, haben sie quasi auf alles, alles ist jemals eine gemacht worden. Ja. Unglaublich. Die nächsten Schränke sind alle voll. Also immer eins fürs Archiv, kann man sagen. Eine fürs Archiv, genau. Aber alle original verschweißt auch noch? Manche ja, manche nicht. Manchmal muss man sie auch benutzen und gebrauchen. Klar. Sind nicht alle original verschweißt, leider. Hier, so geht es so weiter. Alles. Unglaublich. Und dann drüben bei Heller, da waren wir eben vorbeigegangen. Das waren dann die Hörspiele, die Schallplatten. Unglaublich. Ja, da sieht man, was man so in so einem 50 Jahre Hörspielleben fabriziert hat. Und das Schöne ist ja, dass gerade auch noch am Anfang, haben es eigentlich ja so mein Mann und Hella und André, wir haben es ja im ganz kleinen Team eigentlich alles allein gemacht. Ne? Wow. Gehen wir noch mal kurz zu Hella, da kann ich Ihnen mal zeigen, wo die Schallplatten sind. Das war jetzt links, rechts, hier, gell? Ja, hier, nochmal rein. Ach, das ist schon abrutscht scheinbar. Ah, da müssen wir wieder rangehen. So, hier, guck, das sind eben die ganzen Platten entsprechend. Wow. Gab es eigentlich von den Masters of Universe immer Schallplatten? Nein, gell? Nein. Weil da kenne ich auch als Sammler nur die Kassetten. Nee. Das war schon die Zeit, wo alles in Kassetten kam. Ich glaube, die Suche ist beendet. Julian, Dick, Anne! Oh nein! Ja! Oh meine! Nach dem Text kann sie lesen, dann die Sprecher. Ja, oder sprechen. Genau. Ja, die werden dann eben. Wir haben so ein System, alles was Musik ist, wird rot angemalt, die Geräusche, die speziell bereitet werden. Und da sehen Sie, das ist eine ganze Menge, was sie besonders werden. Unglaublich. Tschüss, Hella, wir sehen uns dann später. Ja, danke schön. Sie haben jetzt kurz angesprochen, durch mit dieser Zettelaktion quasi kamen Sie dann dahinter, dass viele Hörspielkäufer eigentlich Erwachsene sind, richtig, die für sich selbst oder für die Kinder kaufen. Haben Sie so eine Vermutung, warum quasi heute 40-, 45-Jährige immer noch ihren Hörspielhelden von früher selbst am Abend beim Einschlafen bräuchten? Also ich denke mal, dass man einfach schöne Erinnerungen an die Jugend hat. Also so kann ich mich zum Beispiel erinnern, dass ich heute noch ein richtiges Heimgefühl finde, wenn ich jetzt ein Buch in die Hand nehme wie Nesthäkchen oder Hani und Nani, das hat mich als kleines Kind beglückt. Und manchmal ist es ja auch sowieso, dass man als Erwachsener mal überlegen soll, was hat einem als Kind eigentlich gefallen? Was ist sowas? Das ist so, damit sind sie ja derartig doll aufgewachsen. Die haben ja nicht damals mal einmal ein Hörspiel gehört nur, sondern haben das vielleicht 110 Mal oder 20 Mal oder 100 Mal und dazu dann Bilder gemalt. Und also sie erinnern sich, glaube ich, an eine schöne, heile Welt. Und das ist ja auch im Prinzip bei den Europageschichten, dass es immer irgendwie positiv und gut ausgeht. Und ich denke, das ist einfach so ein Vertrautheitsgefühl.
Nun muss man sagen, in den 90er Jahren, also 80 so, als alle Kinder den Kassettenrekorder, den Walkman hatten mit den Kassetten, da hatten wir schon einen Fankreis von 80.000 Kindern. Wow. Und damals wurde das ja noch per Brief gemacht. Also wie ein Fanclub damals? Oder? Ja, ja, viele Fanclubs in den verschiedenen Städten. Und die konnte man ja nachher gar nicht mehr so beliefern. Und dann gab es so Zentralen, da konnte man dann einen dicken Paket hinschicken. In jeder Stadt hat jemand die Zentrale übernommen. Und daraus resultiert das auch noch. Wow, weil aus dem heraus ist in den letzten 20 Jahren ein richtiger Hörspielkult im Endeffekt entstanden. Es gibt dann Bücher wie beispielsweise eben das Erbe der Kassettenkinder oder ein Buch über die Hörspielkönigin. Also das ja bis hin zu den ausverkauften Live-Tours drei Fragezeichen geführt. Wie kam auf die Idee für Live-Tour? Also da war eigentlich so vor ungefähr 20 Jahren, hat man mal überlegt, meine Güte, das ist so erfolgreich. Wie wäre es denn, wenn man das mal live versucht und macht. Und da gab es, da wurde als erstes dieses Stück Chess geschrieben und wurde hier im Stadtpark aufgeführt. Und man war total überrascht, wie viele Fans kamen, wie begeistert, mit welcher Begeisterung die das aufgenommen haben. Wir hatten eigentlich ein bisschen Sorge, denn die Jungs waren ja nun inzwischen schon sehr erwachsen geworden und hatten dann überlegt, ob das akzeptiert wird. Nicht? Und da gab es überhaupt kein Problem. Und dann war es einfach eine Herausforderung zu sagen, so alle 5 Jahre macht man mal eine richtig schöne große Tour. Dass das dann so riesig und so erfolgreich wurde, dass auch vor 5 Jahren beispielsweise das dann abgeschlossen werden konnte in Berlin in der Waldbühne, das ist ja natürlich mit fast 20.000 Menschen, das ist schon gewaltig. Man kann es selber irgendwie kaum fassen. Aber es ist eben nicht nur die 3 Fragezeichen. Diese Nostalgie, die geht auch bei Mädchen zum Beispiel so weit, dass sie eben nichts schöner finden als die Hexe Schrumpeldei oder Hübu, das Schlossgespenst. Es sind schon andere Sachen, die auch als Revival mitgekommen sind. Wie fühlen Sie sich jetzt, wenn Sie quasi wissen, okay, ich habe, egal jetzt bei welchem Format, am Beginn im Tonstudio den Beginn gelegt? Und dann später quasi sehen Sie in einem ausverkauften Stadion oder Halle quasi Ihre Sprecher auf der Bühne. Was ist das für ein Gefühl? Also, da kann ich mich irgendwie immer nur so zurücklehnen und sagen, es kann irgendwie gar nicht sein. Es ist unglaublich. Es ist so. Und da muss ich mir auch nicht einbilden, dass das alles mein Werk ist. Es sind natürlich so viel, was dazukommt. Einmal die super Schauspieler, die tollen Autoren, die Musiker, alle, die da eben mitwirken. Und dann eben immer so dieser Kairos, die genau der richtige Zeitpunkt zu etwas. Ich hatte beispielsweise mal ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen, von einer Spielzeugfirma eine neue Range aufzubauen. Und da hatte ich ja wirklich die Chancen, ums 3- oder 4-fache verdienen zu können. Aber wollte ich nicht, weil ich mir dachte, so einen Erfolg kann man nicht zweimal machen und muss auch nicht. Außerdem ist Europa ist irgendwie so mit mein Kind geworden und dafür würde ich alles tun. Ja. Das alles tun ist ja, führt gleich zur nächsten Frage, weil Sie das machen, das selbst seit 50 Jahren. Quasi hier Hörspiele. Was motiviert und inspiriert Sie persönlich jetzt nach 50 Jahren immer noch, wo andere schon quasi im Liegestuhl die Pension genießen, quasi jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr noch neue Hörspiele zu produzieren? Wo kommt Ihre Inspiration, Ihre Motivation her? Also einmal natürlich aus dem Erfolg. Wenn das jetzt nicht mehr laufen würde, wenn man sagen würde, eben wie gesagt, vor vielen Jahren war es ja auch schon mal so, dass man dachte, es ist zu Ende, da macht man halt was anderes, irgendwas Neues. Ich habe ja auch noch einen richtigen Beruf, ich bin ja auch noch Rechtsanwältin, also ich könnte ja auch dahin ausweichen. Aber einfach der Umgang mit diesem Medium, also bis heute bin ich auch eine immer noch Hörerin. Ne? Also ich höre fast nie allerdings andere Sachen. Ich höre immer am liebsten die Sachen, die wir selber gemacht haben. Aber die Motivation kommt eigentlich auch, weil der Kontakt mit den Schauspielern, der Kontakt mit den Kindern ist schon wunderbar. Und ich kann ja jetzt so sagen, ich komme gerade aus Frankreich, hatte gerade eine kleine Wohnreise gemacht und da ist man dann so halt dann schon die ältere Dame, wo man höflich ist, aufsteht, Platz macht und so. Und wenn die Leute dann plötzlich irgendjemand mal sagt, ach, weißt du, die macht ja die Hörspiele, die macht doch dann die TKKG, 3 Fragezeichen. Huch, dann ist man plötzlich auch in dem Jugendbereich irgendwie akzeptiert oder, sagen wir mal, neugierig. Und dann habe ich eben sehr gerne sehr viel Kontakt mit Kindern. Und den bekomme ich da. Cool.
Sie haben jetzt erzählt quasi von den letzten 50 Jahren, auch davor natürlich, aber quasi eine persönliche Volksgeschichte. Die feiert heuer, glaube ich, auch wirklich 50-jähriges Jubiläum, in der Sie laufende Rekorde brechen auch und neue Auszeichnungen erhalten. Was ist so aus Ihrer Sicht jetzt aus dieser Volksgeschichte heraus mit all den Herausforderungen die wichtigste Botschaft für junge Menschen, die auch in irgendeinem Bereich ihres Lebens sagen, ich möchte auch was Erfolgreiches auf die Beine stellen? Also ich würde sagen, immer, wenn man irgendein Ziel hat, dann unheimlich heftig nachgreifen. Also sich nicht irritieren lassen, wenn vielleicht auch negative Dinge passieren. Also einfach positiv aus dem heraus. So war es zum Beispiel eben mit dem Andreas. Der hat damals gesagt, als ich überlegte, wie kann ich das denn jetzt machen? Wie mache ich denn das so ungefähr? Und er sagte, mach einfach aus deinem Bauch heraus. Mach das mit ehrlichem Gefühl so. Und dann kann ich natürlich nur raten, ein irgendwie geartetes Studium oder Abschluss oder ob ein Krankenschwester, was man nun machen will, irgendetwas richtig abzuschließen, etwas zu haben, worauf man zurückgreifen kann und einfach auch dadurch schon ein bisschen Erfolge hat, indem man sagt, so die Prüfung habe ich bestanden und die habe ich bestanden. Das tut gut, das gibt Selbstbewusstsein. Denn ich bin ja zum Beispiel auch im künstlerischen Bereich überhaupt kein Profi. Ich habe mich da so hineingewuschelt und hätte das vielleicht gar nicht so gut machen können oder auch mit dem Erfolg machen können, wenn ich nicht doch auch noch ein fundamentales, beendetes Studium gehabt hätte. Das bringt mir natürlich auch als Juristin natürlich hier durch Urheberrecht, da habe ich damit auch zu tun. Aber das muss nicht das sein, man kann irgendwas machen. Aber irgendetwas beenden und dann das, was man gerne machen möchte, nicht aus dem Auge verlieren und hinterher haben. Jetzt haben wir viel gehört, die letzten 50 Jahre, ein Rekord nach dem anderen, hunderte Millionen verkaufte Hörspiele auch. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war die Heike Dine Körting, was hat sie ausgezeichnet, was würden Sie ihm antworten? Also würde ich immer sagen, diese Heike Dine, die gibt es nur einmal und das Ganze rund. Es gibt alle möglichen, die alles besser können. Die können besser schreiben, die können besser Regie machen, die können dies besser oder das besser. Aber ich bin eigentlich vielleicht das gesamte Bündel, was das ausmacht. Und dann bin ich auch noch eben energiegeladen genug, dass ich das auch vielleicht jetzt noch 20 Jahre machen kann. Dafür viel Erfolg, auch die nächsten 30 Jahre noch viel Energie, viel Gesundheit. Und danke fürs Gespräch. Dankeschön. Danke. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann schenk uns einen Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich einen Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannende und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonniere am besten gleich unseren Kanal.